So, hallihallo meine lieben Freunde. Ja, es ist mal wieder Zeit, dass wir gemeinsam was auspacken, uns was gemeinsam angucken und auch den Ersteindruck gemeinsam genießen können. Denn es ist wirklich schon lange her, dass wir ein schönes Unboxing hatten. Denn es gibt schon seit mehreren Monaten keine vernünftigen, schönen Collectors-Editionen mehr. Vieles ist jetzt auch nur noch irgendwie über DLCs geregelt. Deswegen bin ich froh, dieses Mal, wie ihr sicherlich schon im Titel gelesen habt, mit euch zusammen die Horizon Forbidden West Collectors Edition auspacken zu dürfen. Ich bin immer noch auf der Suche nach der ersten. Ihr habt die nie bekommen. War dementsprechend auch ein bisschen enttäuscht damals. Ich habe zwar die limitierte Edition, aber halt mit der schönen Aloy-Figur. Wäre das natürlich schon ein Highlight gewesen. Aber nichtsdestotrotz habe ich diesmal Glück gehabt, habe eine schöne Collectors Edition bekommen. Bin mal gespannt, wie alles da drin so aussieht, wie wir das Package geöffnet bekommen. Aber vorab gab es sogar diesmal einen Vorbestellerbonus, nicht in Form eines Download-Codes oder dergleichen. Weil meistens gibt es da dann irgendwie, kriegt man so eine CD-Hülle damit, einen Download-Code, wo dann ein Code drin steht. Dieses Mal gab es diese zwei Dinge. Hier haben wir so eine einfache, schlichte Box, die wir dann aufklappen können. Und hier gab es dann so ein kleines Papiertütchen, wenn wir lesen können. Schlüsselband. Das machen wir mal als erstes auf. Da kommt dann so ein Zettelchen entgegen. Oh, spannend. Ah, wollt ihr durchlesen? Gut. Ich nicht. Und dann, wow, na gut, ist ein Schlüsselband, aber Stoff ist okay. Ach, so ein Schlüsselband ist das. So ein Ich bleib hängen Schlüsselband und löse mich von selbst, was man dann zusammen klicken kann. Mit den Horizon Forbidden West Schriftzug. Und vier Maschinen. Hier so ein Langhals. Den wird es wieder auch geben. Das ist, glaube ich, jetzt das Mammut, was es jetzt neu gibt im zweiten Teil. Damals auch nochmal. Hier so ein kleiner Haken für Schlüsselbund. Oder je nachdem, wo ihr es dran packen wollt. Man kann es auch an den USB-Stick packen oder wo auch immer ihr es dran haben wollt. Ist ja ganz nett, aber sonst ist da jetzt nichts drin. Gehört natürlich jetzt auch indirekt gar nicht zur Collectors Edition, aber es wurde mir halt mitgeschickt. Es war mit im Karton und deswegen dachte ich mir, gucken wir es uns auch zusammen an, weil es ist ja mit dabei in der Bestellung. Gehen wir mal zur Seite. So, jetzt schauen wir uns mal dieses Kästchen an. Gerade gucken. Ah, okay. So eine Aufklappbox. Okay. Da haben wir dann, okay, so ein An-Pin-Stecker. Eigentlich dasselbe, was auf dem Schlüsselband ist, nur als Pin. Und hier haben wir so ein paar Postkarten. Ach nee, möchte ich jetzt hier aufmachen. Aber sind halt, ich glaube, drei. Yep. Drei. Kann man sich dann irgendwo hinstellen. Sind noch nicht mal Postkarten, sind einfach nur Pappkarten, weil manchmal hat man hier noch, wo man was draufschreiben könnte. Warning. Könnte gefährlich sein. Okay. Wissen wir Bescheid? Wissen wir Bescheid. Das tun wir jetzt erstmal zur Seite, denn das ist ja nicht unser Hauptmerkmal. Denn jetzt kommen wir zu dem Highlight schlechthin. Da kommt das gute Stück. So, mehr zeige ich nicht. Na, Spaß. So, da haben wir das gute Stück. Tun wir jetzt nochmal eine Hand daneben, also schon zwei Hand hoch. Von der Breite her auch, also sehr symmetrisch gehalten. Hier haben wir schon das erwähnte neue Maschinchen, diesen Mammut mit vier Nashörnern. Stoßhörnern, ein Rüssel, dann oben so eine Kabine.
Erinnert mich gerade so ein bisschen mit dieser Kabine hier oben drauf an Herr der Ringe. Irgendwie cool. Ja, hier sehen wir Aloy. Hier irgendwie noch ein anderes Viech. Hier nur so ein kleiner. Ja, aber die Box ist schön. Ich mag es ja, wenn die so weiß sind. Und diesmal ist sie auch nicht so empfindlich wie die Collectors Edition davor, weil die hatte so einen ganz, ganz komischen schwarzen Lack. Ich weiß, ihr habt ja sicherlich schon mal irgendwo gesehen im Internet oder beim Kollegen. Dass das immer so komisch zerkratzt war. Egal wo. Das Schwarze sah immer aus, als würde die Collectors Edition immer über den Tisch geschoben worden sein. Das sah irgendwie nicht schön aus. Ja, schauen wir uns mal hier weiter an. Hier haben wir wieder dieses Mammut. Drehen wir jetzt mal auf der anderen Seite. Hier dieses Zeichen wieder, kennen wir ja aus dem ersten Teil, wo wir dann die Brutstätten besucht haben, wo wir dann immer unseren Stab upgraden konnten. Yes! Und hier kommen wir dann so ein bisschen zum Umfang der Collectors Edition. Hier haben wir die Mammutfigur. Gibt es Aloy wo auch, so wie ich hier sehe, in klein. Dementsprechend gibt es wieder ein DLC mit Outfits. Das Spiel, Soundtrack, ein Artbook. Digitale Inhalte haben wir hier. Spielegegenstände. Mini-Artbook soll das sein. Also hier so ein kleines, niedlich. Ah, und was ich vorne gelesen habe, ist irgendwie so die Sache, warum? Warum? Das habe ich eben beim Drehen gesehen, habe ich euch gar nicht gezeigt. Das ist so eine Sache, da denke ich mir, muss das denn sein? Ich meine, versteht mich nicht falsch. Man bestellt sich so eine fette Collectors Edition. Die sind ja nicht mehr billig geworden. Diese kostet ja auch 229 Euro UVP vom Händler. Manchmal hat man Glück, man bekommt sie billiger, Zwinker. Und dann fehlt was. Ich zeig's euch. Dieser Satz. Keine Spieldisk. Gutschein für digitalen PS4 und PS5 Edition enthalten. Holy shit. F.U. Sony. Warum? Warum kriege ich da jetzt noch so einen Papierzettel, um das Spiel downloaden zu können? Ich hätte doch lieber gern die physische CD in der Hand. Ja, man macht das Spiel auf, klack, man nimmt die CD raus, tut es ins Laufwerk. Man hat was in der Hand, weil viele sagen, oh, digital ist doch voll geil. Hast keine CD, fliegt nichts rum. Ja, ganz toll. So, habe ich es jetzt digital. Das Spiel ist Müll, ich kann es nicht mal weiterverkaufen. So, habe es jetzt in meinem Account, habe jetzt 50, 60 Euro für ein Spiel bezahlt, digital. Hey, oh, digital, ist ja genial. So weit denken irgendwie die meisten nicht, die dann sagen, oh, digital, das ist die Zukunft. Nein. Weil auch jetzt nur mal angenommen, man hat das Spiel digital, man downloadet sich's vom Server, so man spielt es nicht mehr, haut's runter. So ein halbes Jahr später willst du irgendwie wieder ein Spiel zocken, da stehst du da, willst du downloaden, Fehler, Server nicht erreicht, Fehler, Server nicht erreicht, kommst du nicht mehr an dein Spiel dran. Das Problem wäre mit der CD nicht, weil da kannst du es wenigstens in Auslieferungszustand auf dem Konsole packen und spielen. Hast zwar vielleicht keine Patches, aber du hast das Spiel noch drauf. So, aber die Leute, die es digital haben, stehen dann da und kriegen eine Fehlermeldung. Oder wenn die Server komplett down sind, kriegst du das Spiel nicht mehr geladen. Was machst du dann? Rennst du im Laden, kaufst dir das Spiel auf CD, weil du es spielen möchtest. Merkst du was? Dementsprechend sollte man darüber auch mal ein bisschen weiterdenken. Aber das ist jetzt hier keine Mods-Runde, das ist eine Glotzrunde. Wir wollen glotzen. Den Deckel haben wir uns euch angeguckt. Horizon Forbidden West Collectors Edition. Recht schön matt gehalten. Der Schriftzug ist ein bisschen glänzend gehalten. Ah, ich liebe dieses Wort Collectors Edition. Da muss ich auch schon ein bisschen sauber. Aber wenn ich das schon wieder sehe, hier so dieses kleine Eckchen da. Ich hasse es, wenn es Ecken und Kanten hat. Aber ich habe es nicht aufgebrochen, es hat nur so Druckstelle. Aber. Okay, so will man mal gucken. Natürlich, wie bei jedem Unboxing, ihr wisst es. Ich zeig's euch gerne. Da.
Seht ihr das? Oh, es ist noch jungfräulich. Nur für euch. Ich warte jedes Mal, dass wir es zusammen auspacken. Ich habe keine Ahnung, wie was ausgepackt wird. Dementsprechend kann es auch mal holpriger werden. Bin mal gespannt, weil irgendwie kann man das hier nach hinten ziehen. So, jetzt mal gucken, weil da ist eben auch noch so ein kleiner, eine feine. Jetzt brauchen wir mal gerade ein Messer. Ich mache es mal oben. Ah, ist das schön. Jetzt nochmal auspacken, okay. Ah, nein, doch nicht. Ich dachte gerade, dass das so ein Hut ist. Gerade gucken. Nee, da unten ist auch nicht zugeklebt. Oh, da muss man mal Angst haben, wenn man das öffnet, dass einem irgendwas entgegenkommt. Das wäre ja fatal. Okay, so habt ihr das geklebt. Einer ist noch über, Leute. Einer ist noch über. Jo, wir schaffen das. Jetzt haben wir alle offen. Ah, warte mal. Oh, 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 okay, ich mach's mal so. Okay, okay, okay. Sind wir da nochmal neugierig? Aha, 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 aha. Unten ist auch nochmal. Und dann klappt die ganze Schosel auf. Also ist das so ein Rundumpäckchen. Aber hier ist nicht mehr verklebt. Weil da sehe ich nichts mehr. Okay, das heißt, schön weit aufklappen. Da sehen wir schon eine neue Box. Also ist das wieder eine Box um eine Box, damit die Box schützt. Ja, wisst ihr Bescheid, hier wird auch nicht geboxt. Leute, das wird ein langes Video. Oh, es wird bunt. Oh, das ist nice. Oh, this is pretty. Das ist doch schön. Müssen wir glatt. Da hängt es jetzt ein bisschen fest. Ach Leute, jetzt mal ehrlich, wer lässt sich so ein Quatsch einfallen? So. Juhu, wir sind frei. Ja. Dann bauen wir mal die ganze Schose und man hat die jetzt schnell zusammen. Dann haben wir nämlich so ein, wie wir sehen können, so ein, wie wir jetzt nicht sehen, weil es halt schon außerhalb des Bildes ist. Entschuldigung, aber wir haben hier diesen Karton. Ich stelle ihn erstmal zur Seite, dass er nicht mehr von alleine aufgeht, aber hey, 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 hey. Jetzt. Na gut. Jetzt wird's bunt. Von weiß zu schlicht zu knallig bunt. Wo ich auch schon ein bisschen Angst habe, dass Forbidden West so eine richtige Farbenschlacht wird. Teil 1 war ja nicht düster, aber es war einfach normal von der Farbgebung her. Und das wird jetzt so ultra paradiesisch, farbtechnisch hart. Aber die Box ist schön. Hier immer wieder so eine Flugmaschine. Im ersten Teil hatten die ja hier so ein Eisherz. Dann konnte man das erschießen. Dann sind sie schon gefroren. Aber hier auch wieder so eine neue Maschine. So, und jetzt ist das so, wie ich es mir eigentlich gedacht hatte. Hoch damit. Also, man weiß nie, was beim Transport passiert ist. Und da kommt dann nichts mehr. Schwarze Leere. Erinnert mich gerade ein bisschen an die Box von The Last of Us 2. Da hatten wir auch eine Box in der Box, damit die Box eine Box hat. So, da mal wieder was zum Kochen, ein bisschen Kochsalz. Jo, Leute, hier kennt ihr, viel Feuchtigkeit.
Hoppala. So, jetzt muss ich mal gucken. Da ist eine kleine Lasche. Ah, ich verstehe. Hier ist dann so eine Lasche drin gewesen, also so eine Schublade. Wow, this is pretty sexy. So. Zieh! So. Da haben wir dann einmal. Einmal. Naja, Mini-Artbook ist okay. Ist okay. So, die Schublade machen wir mal zu, damit wir dieses Monstrum von Figur erstmal hinstellen können. Hier haben wir dann die Steelbook. Müssen wir so oder so öffnen. Ja, da gibt es eine Lasche, ich weiß, aber so geht's schneller. Und jetzt mal Hand aufs Herz. Wer von euch mag nicht eine Steelbook haben? So. Hier sieht man schon schön glänzend ihren Fokus. Aber schön, schöne Steelbook. Schauen wir mal gerade rein. So. Nehmen wir mal den Papierkram raus. Dann können wir uns nochmal die Steelbook von innen gucken. Die Steelbook ist schön. Die kann man sich auch irgendwo so hinstellen. Eine CD ist ja nicht vorhanden. Naja gut. Aber man hat jetzt hier wieder eine Hülle, aber ein DLC. Ah, hier ist Seriennummer. Welche Stückzahl wir haben. Nehmen wir das gerade mal zur Seite und schauen wir mal, was da jetzt noch mit bei war. Muss ich gerade selber mal gerade gucken. Gutschein für den digitalen Soundtrack. Ja, Gutschein. Dann Vollversion für das Spiel PS4, PS5. Kleiner Geheimtipp, wenn ihr Geld sparen wollt, kauft euch die PS4-Version, falls ihr eine PS5 habt. Denn bei der PS4-Version ist nämlich ein Upgrade für die PS5 mit bei. Und ihr spart dann im Schnitt 20 Euro. Nur so mal am Rande erwähnt. Aber warum soll ich dann 79 für das Spiel bezahlen, wenn ich das für 59 bekomme? Aber es ist das Gleiche. Nur halt das Cover ist anders. Du hast dann den weißen Strich oben. Aber das Spiel ist dasselbe. Dementsprechend ist das so wieder ein bisschen gemein. Nur so als kleiner Spartipp. Und natürlich der DLC für die Outfits. Ist das die Frau von Aquaman? Aquania? Keine Ahnung. Das sieht cool aus. So ein bisschen ritterlich, so hier mit der Rüstung. Rückseite nichts. Oh. Jetzt mal ganz ehrlich. Wer würde sich das durchlesen? Nutzungsbedingungen für die Gutschein. Ach doch schon. Genau. Hier nur der andere Zettel. DE, bla 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 bla. Lesen wir uns alle durch. Definitiv. So, das tun wir mal da wieder rein. Denn Ordnung muss sein. Ich stelle mal beiseite und jetzt schauen wir uns doch mal das Mini-Artbook an. Naja, ungefähr Handfläche. Matt gehalten. Den Schriftzug kann man leicht spüren. Da stoppt dann der Finger ein bisschen ab. Schöne Farben. Man sieht schon, es glänzt nicht so, also es ist matt. The Art of Horizon Forbidden West. Nur mal so gefragt, wenn es jemand weiß, warum macht man in ganz vielen Büchern immer eine Seite doppelt? Kann ich vielleicht eine rausreißen als Notiz? Ich weiß es nicht. Hier so ein paar Informationen zum Publisher. Hier so ein schönes Landschaftsbild. Da sitzt Aloy mit dem toten Tier. Da kommt ein Sturm, ein Gewitter. Sieht gut aus. Ich
bin ja mal gespannt, was uns grafisch bei dem Spiel erwartet. Ich hoffe wirklich, dass meine Ängste nicht bestätigt werden, dass das so ein Farbenmeer wird, dass es einfach nur noch knallt und bunt ist. Was mich so ein bisschen ärgert, jetzt können wir unter Wasser kämpfen. Jetzt mal ganz ehrlich, wer mag unter Wasser kämpfen? Nobody. Es gibt keinen, der sagt, boah, unter Wasser Level, ne? Ich liebe es. Ich bin am liebsten nur im Wasser. Das macht mir so auch Spaß. Kann vielleicht Spaß machen, wenn man da irgendwie mit dem U-Boot langfährt oder so. Oder irgendwie irgendwelche anderen coolen Sachen macht. Aber ich weiß nicht, wenn man da lang schwimmt, dann ist man A, langsam. Die Bewegung ist ganz anders. Das Bild kennen wir aber schon. Aber trotzdem, cool gemacht. Den Bogen und die Waffen können wir sicherlich wieder upgraden. Den Stab hat sie auch noch. Ich würde es ja cool finden, wenn das Spiel dann reinguckt und sagt, ah, du hast Teil 1 gespielt, du kriegst die Waffen schon, aber hey, dann wäre es ja langweilig. Na, mit dieser super Rüstung da, die man bekommt, bitte selbst aufladen wieder, die Schläge einsteckt und in Energie umwandelt. Oh ja, ein paar Waffen, Köcher. Hier so ein Bogen. Bin ich mal gespannt. Ein paar Kostüme. Man kann ja die Masken bestimmt wieder ausstellen, also sprich die Kopfbedeckung, da sieht man nur Aloys Kopf. Aber manche sind schon ein bisschen hässlich. Das sieht irgendwie aus. Triebes Oseram. Ah, scheint wohl ein Schmied zu sein, der uns dann irgendwelche Waffen herstellen kann. Triebes Utaru. Oh, cool. Ein Doppelschiff. Triebes Queen. Oder Quen. Scheinen wohl Verbündete zu sein. Tribius Tenakt. Tenach. Ich würde sagen Tenach, ne? Hinten TH. Ne, Tenakt. Tenaks. Manche Sachen kann man einfach nicht aussprechen. Aber wir werden es im Spiel sicherlich einmal vordiktiert bekommen, wenn nicht auch mehrmals. Aber ich muss sagen, das Artbook ist schön. Das sieht aus wie so ein altes Kolosseum. Der jubelt schon. Da sitzt mehrere, das ist irgendwie so ein Kolosseum, wo wir drin kämpfen. Das hatten wir ja im ersten Teil auch, aber das haben wir ja auseinandergenommen. Ja, dann kann man dann noch die Hilfe dazu. Und dann konnten wir ja dem Tode noch entkommen. Da sind schöne Zeichnungen bei. Da scheint irgendwie so ein Stamm zu sein. Aber viele... jetzt wird's düster. Regala. Dann scheinen das wohl jetzt die Feinde zu werden. Dementsprechend sieht es auch schon relativ düster aus. Oh ja, definitiv Feindgebiete, die wir besuchen werden. Ja, das scheint wieder hier, so wie wir es da schon sehen, wie im ersten Teil sein. Da können wir dann rein in die Höhlen und können dann Überbrückungen freischalten für unseren Stab, dass wir dann Tiere überbrücken können und auch Gebiete mehr freischalten können. Coole Tiere. Der Kopf erinnert mich gerade so ein bisschen an Portal. Oh, wieder so ein Sandwurm. Ich liebe diese Dinger. Ah, hier die Cover-Zeichnung von der Collectors Box selbst. Gebäude der Alten, so wie sie es immer genannt haben. Also sprich von unserer Zeit. Ich möchte nicht spoilern, wer die Geschichte nicht kennt, sollte sie sich mal angucken. Ist gut gemacht. Interessant, so ein bisschen, einfach mal angucken. Ich möchte euch nichts zu sagen, wer es noch nicht gespielt hat, den ersten Teil, ich lege es euch echt ans Herz, spielt es. Bekommt tut man es ja jetzt auch zu einem schmalen Kurs, das Spiel schon seit längerem. Es gab es auch mal eine Zeit lang umsonst. Deswegen, spielt den ersten Teil, ihr habt was verpasst. Dann versteht ihr auch den zweiten Teil, weil das muss man eigentlich gespielt haben. So, jetzt kommen wir natürlich zu dem Herzstück der ganzen Geschichte hier. Muss ich mal schauen. Können wir den rausnehmen? Ja.
eisig. Dann haben wir halt, wenn wir was rausnehmen, war cool gemacht. Ich muss sagen, die Box ist an allen Ecken und Kanten echt schön. So, das tun wir mal zur Seite. Und dann haben wir dieses Monstrum von Figur. Kann man gucken, das ist alles innen drin. Nicht, dass was rausfällt. Oh, was haben wir denn da noch darunter versteckt? Mal gucken. Darunter war einfach nur so eine Folie, damit dann die Pappe nicht zerkratzt. Gehen Sie nochmal gerade zurück. Dann hatten wir hier. Ah, hier so ein QR-Code. Könnt ihr euch ja mal scannen. Dann gibt es dann Informationen zur Statue. Ah. Erklärungen zur Statue. Aha. Anleitung, wie man die zusammenbaut. Möchten wir das jetzt machen? Nein. Oder doch? Ist ja schon ein gewaltiges Ding. Hier guckt schon ein Teil raus. Schauen wir einfach mal. Wir sind da ja schon neugierig. Mal gucken, hier ist irgendwo wieder geklebt. Da ist geklebt. Und da unten. Ich würde jetzt aber nicht alles rausholen wollen. Ah, da ist alles nochmal einzeln festgeklebt. Und das dann wieder reinkleben ist natürlich auch blöd. Gucken wir mal. Ja, aber die kriegen wir wenigstens. Dann stellen wir das mal gerade zur Seite. Das ist natürlich auch schon ein Monsterding. Noch mit den Fühlern, da oben die Blaster. Bewegt sich irgendwas? Ja, schon mal. Alles steif. War schon riesig, das Ding. Kriegen wir noch irgendwie was raus? Haben die aber nicht eingepackt. Hier haben wir dann noch so eine Klaue. Ich glaube, die kommt dann hier dran. Oder auch nicht. Ah, da müsste man dann noch mal in die Beschreibung gucken. Muss man sagen, wenn das drin ist, ist das drin. Aber solchen Sachen muss man mal aufpassen, dass man es nicht zerbricht. Aber heile rausbekommen. Die im Vergleich zur Figur. Also wenn man da schon die Dimension sieht, wird man sicherlich im Spiel einen riesen Teil vor einen haben. Da wird es dann Aloy echt schwierig haben. Das ist wieder cool gemacht. Komplett Plaste.
hier im Bogen, auch leicht flexibel, damit er nicht sofort abbricht, der Stab auch. Made in China, woher auch sonst. So, jetzt bin ich aber trotzdem mal neugierig. Wir bauen das jetzt zusammen. So, machen wir jetzt mal doch einen kurzen Zeitsprung. Ich habe es jetzt schnell zusammengebaut. Muss sagen, ist gar nicht so einfach. Denn die haben so, ich zeige das mal gerade in der Bauanleitung, so verschiedene Formen und Einkerbungen. Das ist fast wie Tetris spielen. Und dann kriegst du die echt nicht zusammen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob das das hundertprozentig setzt. Deswegen auch der Rüssel mit den Blastern hier, das war auch relativ tricky. Da musste man dann die auseinanderbauen, aber jetzt guckt euch dieses Mammut an. Riesenteil. Und wenn man dann überlegt, man ist da mit Aloy daneben. Es ist schon, es wird garantiert ein spannender Kampf. Hinten hat er wieder seine Energiezellen, die wir wegballern können. Wieder in so einem Camouflage-Style irgendwie. Alles mega Teil. Wird spannend dagegen zu kämpfen. Wäre natürlich cool, wenn wir so einen überbrücken könnten. Aber das wird wohl nicht möglich sein. Weil die ganz großen haben wir nie bekommen. Wäre schön, aber dem ist leider nicht so. Und damit kommen wir auch schon so langsam zum Ende. Wir haben uns jetzt alles angeguckt. Wir haben ja die ganzen Boxen dabei. Ich zeig das nochmal. Wir haben ja die große weiße Box hier. Kriege ich jetzt gar nicht hier alles hier aufgestellt. So, dann ja die beiden Figuren. Oder sagen wir mal, die eine große mit Aloy dabei. Dann haben wir ja das Artbook. Schönes Teil, schönes Teil. Und natürlich die Steelbook mit dem diversen Download-Codes. Und natürlich noch die große Ingame-Box, also den Karton im Karton. Können wir natürlich jetzt nicht sehen. Aber das ist halt so der Umfang der Collectors Edition. Ist mal was komplett. Und natürlich noch die Bauanleitung für das Mammut. Ja, ist eine coole Box, definitiv sehr schön. Ich mag auch immer diese Detail halt. Auch bei dem Mammut ist schön geworden. Ist natürlich so ein Plastgumm, würde ich sagen. So eine Mischung aus Plastik und Gummi irgendwie. Weil die sind hier relativ flexibel. Die Waffen hier auch, die kann man bewegen. Also es ist eine Mischung aus Plastik und Gummi. Wichtige Teile sind halt ein bisschen gummihafter, damit sie flexibel sind. Aber der Rest ist halt Plastik, wie ihr ja bei Aloy ja auch gesehen habt. Das ist was ein bisschen flexibel, ist nicht gleich beim ersten Mal gegenditschen, das abbricht. Genauso! Das ist halt die Technik, was ich ihm auch sagte. Hier diese Einkerbung, die man hier dann so draufdrücken muss. Und wie ihr seht, das ist gar nicht so einfach. Ja. Bis das dann wieder hängt. Da muss man dann schon wieder ein bisschen kräftiger machen. Aber man ist auch indirekt immer ein bisschen vorsichtiger, weil man möchte ja auch nichts abbrechen. Deswegen sind wir hier jetzt durch. Das Mammut hält noch stand. Es bleibt stehen. Der Rest auch. Wirklich wunderschöne Collector Edition. Ich finde, ist der Preis von 230 Euro gerechtfertigt. Ist viel bei. Schade, dass wir keine Spiele-CD haben.
Ja, und du wieder. Wir haben halt nur das Innenleben so. Und von daher hat er schon wieder seine Waffe hier verloren, sein Horn. Das legen wir jetzt dabei. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet einen guten Eindruck von der Collectors Edition, von der ganzen Figur, was euch da so erwartet. Könnt mir ja gerne mal in den Kommentaren schreiben. Fürchterlich. So, gut. Genau das meinte ich. Also wie gesagt, ihr könnt mir in den Kommentaren gerne schreiben, wie ihr es findet. Ob ihr euch auch die normale Edition geholt habt, also sprich nur das Spiel oder halt auch mit der Figur. Ob ihr das vielleicht bekommen wolltet, nicht bekommen habt, würde mich über eure Kommentare gerne freuen. Und in diesem Sinne würde ich sagen, macht's gut, Leute.